Ronny, ihr habt am Sonntag 3-2 nach Verlängerung gewonnen. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich habe es gesehen, ja gut, es war ein hart umkämpftes, enges Spiel. Wir hätten eigentlich den Sieg verdient gehabt, haben es wieder nicht geschafft, 3 Punkte einzufahren. Hamburg ist in den letzten 20 Minuten stärker gekommen, hat, glaube ich, mehr Chancen gehabt. Und ja, es war halt eine harte Nuss für uns. Was glaubst du, war der Unterschied zum Spiel 2 Tage vorher in Hannover, die 6-3 Niederlage? Wieso seid ihr nicht so richtig ins Spiel gekommen? Was hat gefehlt? Ich glaube, die letzte Konsequenz, der Biss. Hannover hat uns von Anfang an unserem Drittel eingeschnürt und hat natürlich auch die Tore gemacht zum richtigen Zeitpunkt. Wir lagen 2-1 hinten. Ich habe eine Großchance vergeben und im Gegenzug kriegen wir das 3-1, 4-1 und war der Käse endlich gegessen. Du hast es gerade angesprochen, du hast eine Chance vergeben. Das Thema Chancenauswertung im Sturm, das hängt so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert über der ganzen Sturmmannschaft. Jetzt hat der Trainer ein bisschen die Reihen verändert. Was wird versucht? Hat es schon geholfen? Das wird man sehen am Wochenende. Also wir probieren natürlich alles seit Wochen im Training. Da haben wir auch gute Ansätze. Ich weiß auch nicht, warum wir das nicht ins Spiel übertragen können. Für uns gilt die Hoffnung, halt jedes Spiel von Anfang an wieder so viele Schüsse aufs Tor zu bringen wie möglich und daraus dann die Tore zu erzielen. Wie siehst du das kommende Wochenende jetzt in Ingolstadt und dann zu Hause gegen den aktuell Tabellenletzten Köln? Ja gut, Tabellenletzter, die Liga ist so eng, man sieht ja, wie viele Punkte Distanz sind. Das sind zwei angeschlagene Teams, die einen haben einen neuen Trainer schon, die anderen weiß nicht, was da passiert. Das ist gefährlich für uns, gegen so eine Mannschaften zu spielen, weil die momentan nichts zu verlieren haben und jeder für sich, glaube ich, das Optimale herausbringen will. Dann werden wir schauen, für uns gilt es natürlich, auswärts endlich einen Dreier einzufahren und dann schauen wir weiter.